Genauer? Ja. Mein Name ist Wilsberg. Können wir ungestört miteinander reden? Worum geht es denn? Work-Life-Balance für die Frau. Muss ich deutlicher werden? Sind Sie Privatdetektiv? Ja. Hat mein Mann Sie beauftragt? Hören Sie, ich zahle Ihnen mehr als er. Ich zahle Ihnen das Doppelte. Glauben Sie, Ihr Mann ist so eifersüchtig, dass er einen Privatdetektiv beauftragt? Hat er nicht? Bitte. Er darf auf gar keinen Fall was davon erfahren. Sie wissen, dass der Kolber, den Sie gemietet haben, tot ist. Ja, ich habe davon gehört. Und wie oft haben Sie diese Kopfschmerzen? Immer, wenn ich zu viel nachdenke. Ja, da empfehle ich Ihnen das hier. Nehmen Sie doch gleich mal die Probepackung. Danke. Kommissarin Sprenger, hiermit konfisziere ich alle Überwachungsbände vom 7. Juni. Ich ermittle in einem Mordfall. Laut § 21 Absatz 3 sind Sie zur Zusammenarbeit verpflichtet. Wenn Sie die Bänder nicht rausrücken, dann kriege ich Sie dran wegen Behinderung polizeilicher Ermittlungen und Zurückhaltung von